zu sehen, aber was schoss Ihnen durch den Kopf, als da kurz vor Spielende zweimal die Wattenscheider Angreifer ganz allein vor Zimmermann auftauchten? Ja, ganz einfach. Die Zuschauer haben immer bemängelt, dass wir also sehr, sehr defensiv jetzt auch dieses Spiel angegangen sind. Und wenn wir das sofort so gemacht hätten, so offen gespielt, dann wäre diese Situation in diesem Spiel noch 3, 4, 5 Mal vorgekommen. Und das wollte ich vermeiden. Natürlich habe ich mir schon vorgestellt, dass wir insgesamt mehr Druck nach vorne entwickeln. Aber wir haben einfach verkrampft, total nervös gespielt und haben dann letztendlich die entscheidenden Torchancen in der Anfangsphase nichts genutzt. Und so hat sich das Spiel dann immer weiter schlecht fortgesetzt. Und wir sind einfach nicht mehr richtig vors Tor gekommen und zum Abschluss. Stand da eine Männerfreundschaft auf dem Spiel? Haben Sie Ihrem alten Freund Hannes Bongert gesagt, also die beiden machen ihre Chancen noch nicht rein? Ich hätte es ihm am liebsten gesagt, als die beiden aufs Tor zugelaufen sind. Aber wie gesagt, wir kennen uns jetzt so lange und wir kennen den Fußballer auch. Oder wir können ihn einordnen und wissen genau, wie wir mit ihm umzugehen haben. Jeder ist vom Erfolg abhängig. Und da Hannes und ich, wie gesagt, unsere Freundschaft dauert schon über 10 Jahre. Und wir sind in dieses Spiel reingegangen. Jeder wollte gewinnen. Und ich denke, wir waren am Ende der glücklichere Sieger. Wie oft wurden Sie eigentlich vor dieser Partie an die glorreichen Braunschweiger Zeiten erinnert? Wir können mal ein paar Bilder dazu schauen. 1967, größter Erfolg der Vereinsgeschichte, deutsche Meisterschaft. Haben die gesagt, das ist eh nicht wichtig, jetzt müssen wir es wieder packen? Ja, im Grunde genommen war es eigentlich noch wichtiger für den Verein, für das gesamte Umfeld, weil auch wirtschaftlich da eine ganze Menge dranhängt. Und ich denke, dass es so ist, dass man in Braunschweig über diese lange Tradition immer was zu hören bekommt. Also es vergeht eigentlich kein Tag, bevor sich nicht einer bei mir vorstellt, dass er schon mindestens 40 Jahre bei Eintracht Braunschweig im Geschäft ist, als Fan oder irgendwo auf der Geschäftsstelle irgendeine Position bekleidet. So in etwa wird es wahrscheinlich am Mittwoch auch wieder aussehen. Haben Sie eigentlich mal irgendwann darüber nachgedacht, was wäre, wenn Sie es nicht geschafft hätten? Gut, da denkt man sicherlich schon mal im stillen Kämmerlein drüber nach. Aber ich war eigentlich sehr optimistisch, dass wir es schaffen, dass es so knapp wurde. Das war natürlich jetzt nochmal ein Herzschlagfinale. Aber insgesamt war ich schon mit der Mannschaft, und das ist ja entscheidend, auch davon überzeugt, dass wir das Spiel für uns positiv gestalten können. Ich habe mehr oder weniger keine Gedanken über das Negative gemacht, weil ich denke, dann kann man auch positiv nichts umsetzen. Sie haben viel von externer Unruhe gesprochen, gestern auch in einem Interview. Was meinen Sie damit? Wer hat da alles reingepfuscht? Ja, es ist halt so, dass man irgendwo bei den Zuschauern, bei den Fans auch 9 Jahre hat sich etwas aufgestaut. Und ich habe manchmal den Eindruck, immer wenn ich in Braunschweig ein Spiel verliere, muss ich auf allen Vieren durch Braunschweig krabbeln und mich bei jedem entschuldigen, weil ich mal irgendetwas nicht so gemacht habe, wie sich das der eine oder andere vorgestellt hat. Und das ist eine Situation, die nervt mich auch, bin ich ganz ehrlich. Und ich habe mich aber eigentlich nicht davon beirren lassen, bin konsequent meine Linie gegangen. Da ist auch keine Genugtuung bei, sondern ist eigentlich nur Freude dabei mit der Mannschaft zusammen, dass wir unser Ziel erreicht haben. Es gab enorme Geldprobleme. Die Stadt hat die Bürgschaft jetzt verlängert bis zum nächsten Jahr. Wie konnte so ein Verein wie Braunschweig eigentlich in so eine Schieflage kommen, so eine finanzielle? Potente Hauptsponsoren, viele Zuschauer. Gibt es dazu hohe Spielergehälter? Ich denke, das ist daran nicht, sondern man weiß genau, dass die Sportwelt etliche Gelder versprochen hat. Es ist nie dazu gekommen. Die Sportwelt, so wie ich das jetzt im Moment weiß, steht kurz vor der Insolvenz. Und da sind viele Gelder versprochen worden, die nicht eingehalten worden sind. Diese Gelder mussten extern wieder reingeholt werden. Da hat die Stadt glücklicherweise mitgespielt und hat uns geholfen. Und das ist, denke ich mal, der Hauptgrund. Gut, wie geht's weiter? Wer kommt, wer geht? Peter Vollmann bleibt auf jeden Fall. Im Großen und Ganzen denke ich das schon. Wir werden jetzt in der Woche uns noch mal in aller Ruhe zusammensetzen. Fußballtrainer ist ja keine Ein-Mann-Show, sondern da sind auch noch mal eine Menge Menschen hinter, die da auch mit in Gleichklang arbeiten müssen. Manager, Co-Trainer, Vorstand und so weiter. Das funktioniert. Und wir müssen jetzt einfach sehen, dass wir unsere Hausaufgaben machen, um eine Mannschaft zu bekommen auf Grundlage der bestehenden Mannschaft, die dann in der einen oder anderen Position verstärkt wird, um uns wirklich auch vor dem Nichtabstieg zu hüten. Wir haben uns gedacht, wir gönnen Ihnen ein bisschen Balsam für die gestresste Seele, für die Augen, für die Ohren und ja, fürs Nachlesen. Entspannung leicht gemacht. Das soll ein gutes Feeling für die Augen geben, weil Dankeschön. Sie sehr viel zu tun hatten. Da wird Musik und Natur und Tiergeräusche Ihnen eingespielt. Auch da die Entspannung also. Dankeschön. Und wenn Sie sich noch mehr entspannen wollen, im Urlaub wahrscheinlich auch mal nachlesen. Und dann nach der ganzen Entspannung wünschen wir Ihnen alles Gute. Viel Glück in der zweiten Liga und dass wir uns dann an ähnlich erfolgreicher Stelle hier wieder treffen. Dankeschön, Herr Vollmann. Bitteschön.